Wer gerne alleine ist oder sogar einen echten Drang verspürt, sich zurückzuziehen, der wird häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Schüchtern, grüblerisch oder sogar arrogant nennt man diejenigen, die ihre eigene Gesellschaft mehr genießen als die der anderen. Alles in unserer Welt ist darauf ausgerichtet, Kontakt zu haben, aktiv zu sein, etwas darzustellen. Jeder, der da nicht mitmacht, gilt automatisch für viele Menschen direkt mal als nicht normal. Ruhigere Menschen haben daher oft Angst zuzugeben, dass sie gerne alleine sind. Verständlich, wenn man das gesellschaftliche Feedback bedenkt. Doch in diesem Video möchte ich einmal darüber sprechen, wie schön es sein kann, nicht darauf angewiesen zu sein, dass andere Menschen für uns Zeit finden. Ich persönlich bin definitiv lieber allein als unter Menschen. Das heißt nicht, dass ich Menschen hasse oder auf Sozialkontakte verzichte. Es heißt nur, dass ich allein gut klarkomme, die Zeit allein genieße und es für mich immer etwas anstrengender ist, mit Menschen zusammen zu sein. Normal ist, was der Norm entspricht, was den Menschen bekannt ist, was Berechenbarkeit vermittelt. In modernen westlichen Gesellschaften ist es normal, von Menschen umgeben zu sein. Es ist außerdem normal, sowohl sein Arbeitsleben als auch seine Freizeit mit sozialen Aktivitäten zu verbringen. Doch nur weil etwas als normal gilt, muss es nicht richtig oder gut sein. Der Mensch ist gesellig, so sagt man zumindest. Wir brauchen soziale Kontakte, es steckt in unserer DNA, denn in einer Gruppe lebt es sich sicherer als alleine. Ein beliebtes Argument für Persönlichkeitsgurus und Selbsthilferatgeber. Vergessen wird dabei jedoch, dass sich das natürliche Verhalten, auf das dort mit evolutionsbiologischen Begründungen eingegangen wird, auf Kleingruppen bezieht. Für einen Großteil der Entwicklungsgeschichte lebten Menschen in Kleinstgruppen und familienähnlichen Verbänden. Das bot die Sicherheit, die für Individuen förderlich ist. Soziale Kontakte sind heute im Vergleich dazu völlig entartet. Jeden Tag trifft man Hunderte oder Tausende Menschen, auf der Straße, in der Bahn, auf Arbeit. Und die Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, sind selten Familienmitglieder oder gute Freunde. Ist es also nicht absurd, Introvertierten vorzuwerfen, dass sie diesen Zustand meiden? Eigentlich ist der Wunsch nach 1-zu-1-Gesprächen und kleineren Zusammenkünften in ruhigen Umgebungen deutlich natürlicher als das, was als ideal gesehen wird. Viele Freunde, laute Orte, ständige Veränderungen, mehr, mehr, mehr. Wir schlagen daher gerne mal ins Gegenteil um. Rückzug, Ruhe und Besinnung auf die einfachen Dinge. Wenn ich allein bin, dann ist mir nicht langweilig. Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur zu Hause rum. Viele ruhige Menschen finden unzählige Möglichkeiten, ihr Leben zu bereichern. Bücher lesen, spazieren gehen, Zeit mit Tieren verbringen, durch die Wohnung tanzen, sich über einen coolen Baum freuen, Sport machen, tagträumen. Es gibt so viele Menschen, die nicht mit ihren eigenen Gedanken allein sein wollen. Sie langweilen sich, wenn sie mal einen Tag keine Freunde treffen und sie wissen nichts mit sich anzufangen, wenn es still wird. Das Problem haben wir nicht. Die Gründe dafür sind ganz verschieden. Einerseits haben viele von uns von Natur aus weniger Lust auf Sozialkontakte. Wir verlieren durch sie Energie und nur wenige Menschen sind es wert, dass man ihnen diese Energie schenkt. Hinzu kommt aber für viele noch, dass die Welt nicht unbedingt angenehmer wird. Wer sich mal wirklich mit offenen Augen und Ohren unter Menschen begibt, der stößt an allen Ecken und Enden auf Hass, auf Unzufriedenheit, auf Erschöpfung, auf Kämpfe zwischen denen, die einander viel ähnlicher sind, als sie es zugeben wollen. Für sensible und aufmerksame Menschen ist das die Hölle. Wir können nicht einfach wegschauen, wenn jemand an der Supermarktkasse auf die armen Kassierer einpöbelt, die nichts für die Lebensmittelpreise können. Es geht nicht spurlos an uns vorbei, wenn in der Bahn jemand herumschreit. Dass wir in einem nie dagewesenen Wohlstand leben und trotzdem gegen die Schwächsten der Gesellschaft schießen, belastet unsere Seelen. Das soll nicht in eine Gesellschaftskritik ausarten. Sonst müsste ich an dieser Stelle fairerweise auch über all die guten Dinge sprechen, die passieren. Doch wer unter Menschen geht, weiß nie so genau, von welcher Seite sie sich zeigen werden. Wer alleine ist, kann seine Umwelt schöner gestalten. Aber Moment! Nicht nur das Alleinsein kann schöner werden. Nehmen wir uns viel Zeit für uns, nimmt auch die Bedeutung der verbliebenen Beziehungen zu. Ist meine Ruhezeit Priorität, unterbreche ich sie nur für diejenigen, die es wert sind. Die besten Freunde, nicht die lockeren Bekanntschaften. Familienmitglieder, ein Partner. Die Frage danach, ob es normal ist, lieber allein als unter Menschen zu sein, ist nicht mal wirklich sinnvoll. Als problematisch sollte nur das angesehen werden, was dir schadet.
Hast du also das Gefühl, dich zu sehr zurückzuziehen und meidest du selbst Menschen, die dir eigentlich wichtig sind? Dann solltest du etwas verändern. Es gibt durchaus Situationen, in denen Rückzug ein negatives Zeichen für ein größeres Problem ist. Aber beim besten Willen nicht immer. Die allermeisten von uns ticken einfach nur etwas anders. Wenn du nicht bereit bist, irgendwo in die Pampa zu ziehen und dich vollständig zu isolieren, wirst du gezwungen sein, eine gesunde Mitte zu finden. Gestehe dir deine Zeit alleine zu und genieße sie in vollen Zügen. Aber such dir auch deine Qualitätsmenschen aus und pflege den Kontakt mit ihnen. Dafür musst du manchmal deine geliebte kleine Blase aufgeben, in der du dich nur um dich selbst sorgen musst. Aber mal ehrlich, wenn du dich allein am wohlsten fühlst, musst du ohnehin gelegentlich mal unter Menschen gehen. Das erinnert dich dann nämlich wieder daran, dass du deine eigene Gesellschaft genießt. Vergiss außerdem nicht, dass es eben nicht natürlich oder in Stein gemeißelt ist, dass du in einer lauten Stadt leben und jeden Tag tausende Fremde treffen musst. Das ist ein relativ neues Phänomen und man muss ja nicht jeden Trend mitmachen, oder? Ich wünsche mir wirklich, dass wir seltener darauf schauen, was als normal oder richtig gilt und anfangen, genau die richtige Mischung für uns selbst zu finden. Da spielt rein, ob wir introvertiert oder extrovertiert sind. Ob wir Single sind oder eine Familie haben. Ob wir Arbeitstiere sind oder es lieber entspannt angehen. Ich möchte meine Liebsten nicht missen, aber ich bin auch nicht bereit, für irgendeinen gesellschaftlichen Standard meine Zeit allein aufzugeben. Hab ich schon ausprobiert. Hat keinen Spaß gemacht. Wenn mir deshalb jemand blöd kommen möchte, muss er erst einmal eine Nummer ziehen, denn jetzt gerade kann ich nicht. Ich bin gerade allein und nicht erreichbar.